mit der Nummer 10, der Meme. Und mit der Nummer 13 hat der Tom. Ja, nein, die Bratwurst hat sowieso keine Ahnung. So. Ja, und wir begrüßen die mehrfache Schweizermeisterin, 13-fache Nationalspielerin vom FC Zürich. Willkommen, Meriam Tirschun. Hallo zusammen. Wir müssen gerade etwas schnell besprechen, damit es nachher aus der Welt geräumt ist. Beim FC Zürich gross geworden, zum FC Basel gewechselt und nachher wieder zurück zum FC Zürich. Ja. Das geht ja bei den Buben schon eher nicht. Hat man wahrscheinlich gewisse Probleme. Man müsste recht was können aushalten. Wie gehst du damit um, innerhalb des FCZ, dass du mal beim FCB gespielt hast, eine Zeit lang? Ja, so lange ist es nicht gewesen. Nein, überhaupt nicht. So lange ist es gar nicht. Ist es dann weniger schlimm, wenn es weniger lang war? Ich habe schon das Gefühl. Nein, klar habe ich mir da so zwei, drei Sprüche anhören, aber es ist völlig okay. Es gehört dazu. Ich habe schnell nachgeschaut. Es hat wirklich in der jüngeren Zeit hat es keinen wirklich prominenten Wechsel gegeben vom FCZ zum FCB, außer der einen. Hm? Das ist jetzt eine Testfrage für den Meme. Was heisst die jüngere Zeit? Ja, einfach so in den letzten 20 Jahren. Das ist sehr jung. He? Mhm. Was von Basel Nein, zu... Von GC Zürich sind ja doch etwa die mal immer Spieler mal zu Basel gegangen, und umgekehrt. Ja. Aber vom FCZ zu Basel gewechselt hat fast niemand, den man wirklich kennt, außer ja. irgendwelche dritte Goalie oder so. Außer der... Gerade im Falle. Kevin Bühe. Ah, stimmt, logisch. Wo aktuell jetzt gerade wieder geht beim FC Basel. Ja. Ein Verlust für den FCB? Finanziell auf jeden Fall. Also wenn du den Vertrag nicht verlängerst und ihn einfach gehen lässt, dann hast du eigentlich das Geld, das du für ihn gezahlt hast, ins Sand gesetzt. Von dem her, ja, ist ein Verlust. Spielerisch, ja, weil FC Basel hat nicht so viele Flügel, nämlich langsam überhaupt keine mehr. Und mit ihm haben sie nur ein weniger. Wird schwierig auf der Seite bei ihnen. Ist das nicht eine Position, die Meriam Tirschun auch jemand einmal eingenommen hat? Doch, auf jeden Fall. Flügelspielerin, was sagst du zum Kevin Bühe? Ja, schade, dass er geht für Basel, würde ich sagen. Aber ja, keine Ahnung. Also, ich habe nicht wirklich wahnsinnig speziell verfolgt, muss ich jetzt ehrlich sagen. Okay. Komm, wir reden über dich. Du bist zurück aus Abu Dhabi. Genau. Obwohl du gar nicht wieder zurückkommen. Du hast richtig gehen, ja. Für immer. Ja, einfach auf unbestimmte Zeit, auf jeden Fall. Ja. Ich wollte einfach mal ein bisschen länger in einem anderen Land sein. Und das hat leider nicht geklappt, aufgrund des Coronavirus. Wieso bist du gegangen? Es hat ein bisschen nach Flucht ausgesehen. Ja, muss, vielleicht, ich sage schnell kurz so die Vorgeschichte. Kreuzbandriss 2016, Kreuzbandriss 2017, immer wieder zurückgekommen, Kreuzbandriss 2019. Das ist eine brutale Krankheitsgeschichte, die du hast, immer wieder zurückgeworfen. Ich habe es gesagt, Nationalspielerin beim FCZ, Schweizermeisterin. Ein grosses Talent, wo man viel Hoffnung drin hatte und immer wieder zurückgeworfen. Und hat es dann nach dem dritten Mal einfach ausgehängt und hast gefunden, jetzt muss ich gehen. Ich habe herausfinden, was ist es, was ich wirklich will. Und für das habe ich wirklich Distanz gebraucht. Und manchmal hilft die Distanz, um so ein bisschen... ein bewusst werden, soll ich nochmal auf den Platz, was will ich sonst im Leben und so weiter und so fort. Und darum hat mir das mega geholfen, so ein paar Monate für mich sein und noch einmal anders sein und eine andere Kultur, eine andere Welt kennenzulernen, um so ein bisschen, ja, über all das nachdenken. Eben, man hat schon eine gewisse Sinnkrise, wenn man sich zweimal zurückkämpft und ein Kreuzbandriss ist jetzt nicht eine kleine Verletzung, das geht lang, das ist schwerwiegend und dann lustigerweise eben nicht das gleiche Knie. Also zweimal Kreuzbandriss am rechten Knie und dann das dritte Mal ins linke Knie. Genau. Also ich erfülle jede Studie, die es gibt über Kreuzbandriss, dass man im ersten Jahr das eine, dann das zweite im zweiten Jahr und dann am Schluss noch das dritte. Und von dort her, ja, es gibt mega viele Faktoren, warum das so war. Und darum musste ich jetzt einfach mal schnell ein paar Monate verreisen. Also sag mal schnell, was sind es für Faktoren gewesen? Ich glaube, der wichtigste Punkt ist sicher die Erholung. Also, dass man einfach übermüdet ist. Unkonzentriertheit kommt von der Übermüdung. Dann sicher zu wenig Kraft dabei, Stabilität, die fehlt. Und ja, auch psychisch, im Kopf irgendwie nicht parat. Das sind alles so Faktoren, die dort hineinspielen. Aber ich glaube, der grösste Punkt ist eigentlich, wenn man einfach überbelastet ist. Ja. Also ich wollte wirklich heute ein über deine Geschichte reden, weil sie ein exemplarisch ist für den Fußball, weil gerade eine Kreuzbandverletzung ist eine, die regelmäßig vorkommt. Und es ist auch kein Zufall, dass man zweimal das rechte Kreuzband reisst und dann das andere, das eigentlich gesund gewesen wäre. Ich bin jetzt nicht Mediziner. Ich habe ja auch das Kreuzband gerissen und nachher auch gerade nochmal. Und dann sind alles so Folgeverletzungen gekommen, aller Art. Und dann habe ich wie so die Theorie aufgestellt, die hat sicher schon mal sonst jemand umgestellt, dass wenn man halt mal ein verletztes Knie hat und dann fängst du wieder an Sport machen, dann fängst du wieder an Fußball spielen, dass du dann
intuitiv wahrscheinlich auch und probierst, das kaputte, das defekte Knöchel zu schützen und dann bist du nicht mehr natürlich und sobald du nicht mehr natürlich bist, bist du verletzungsanfälliger, machst komische Bewegungen und schließest dann sonst noch etwas. Also mir ist nachher, nach dem ersten Kreuzband, hat alles angefangen auseinanderzugehen. Weil man einfach immer ein bisschen ungleich unterwegs ist und es probiert zu schonen und Schonhaltungen sind meistens nicht so gut, weil sich nachher alles irgendwie verschiebt. Ja, du kompensierst halt einfach auch dann und du eigentlich das andere Bein zu fest belasten, oder? Und bei mir ist es so gewesen, dass mein linkes ist ein Standbein und das rechte mein Schussbein. Und das rechte Bein ist von Anfang an, seit ich Fußball spiele, weniger stabil gewesen als mein linke, wegen dem Standbein. Und das hat natürlich auch, spielt natürlich auch einen Faktor. Oder? Wenn du mit der vollen Wucht auf deinem rechten Bein stehst, dann ist das, ja, passiert das vielleicht noch eher. Ja. Und dann bist du im Lazarett gelandet vom FC Zürich, wo auch andere Spieler wie der Schönbein, auch der Marco Schönbächler, auch war. Da kann man sich da gegenseitig helfen, wenn man so eine ähnliche Verletzungsgeschichte hat. Er ist auch so ein einer von den einen. Zuerst hat er mal eine Verletzung, die man lange nicht herausgefunden hat, was es ist. Und nach der einen Verletzung zu der anderen ist auch so ein Kandidat, der immer wieder mal auf der Krankenstation auftaucht. Ja, es hat ein paar vom FCZ, von der Frau wie von den Männern, die in dieser Zeit auch gerade irgendwie dort gelandet sind. Und es tut gut, wenn du ein mit Gleichgesinnten unterwegs bist. Also, teilst ein bisschen die gleichen Emotionen, die gleichen Schmerzen. Du weißt, was es heisst, wenn man durch die Operation muss und sich dann aufbauen muss. Von dort her, wir haben dann auch mal zusammen zu Mittag gegessen. Und das ist schon noch cool, wenn du das so ein bisschen teilen kannst. Auch, ja. Kann man es teilen? Oder ist seine Situation als Profi bei den Männern beim FC Zürich nicht auch ganz eine andere als deine Situation als Frau beim FC Zürich? Auf jeden Fall. Also ich glaube, auf der so emotionaler Ebene oder man versteht einfach den anderen besser, wenn irgendwie sagt, hey, heute schießt es mich an und ich mag nicht und ich habe Schmerzen und so. Aber ist klar, dass als Profi, als Mann, bist du halt einfach, ja, bist du bürokratisch, bist gut versichert, das musst du nicht selber regeln, wirst da besser unterstützt. Bei uns ist dann so, also bei mir ist es so, ich musste eine Intensivreha, nennt sich das, beantragen und deklarieren, dass ich Nazi-Spielerin bin und bei Zürich spiele. Dass ich überhaupt ja, vielleicht 2-3 Mal in der Woche kann in die Füße gehen, wie ein normaler Mensch, der irgendwie sonst irgendwie den Fuß verstaucht hat oder so. Und da merkst du halt schon die grossen Unterschiede, die du da hast. Oder? Ich hätte mir das auch gewünscht. Also ich hatte einen Achillessehnenriss. Das ist auch eine Scheissverletzung. Ja. Also, habe ich auch gehabt. Ja, komm jetzt. Du hast also schon viel wenn man Verletzungen so tut, kommt keine Chance. Ich habe Vollrückzieher am eigenen 16er. Ellenbogen gebrochen. Alles im Fußball. Alles im Fußball. Wahnsinn. Obwohl ich ja sicher mindestens so top trainiert war, wenn ich immer wieder schön bin. Nein, ja. Ellenbogen gebrochen, ja. Aber das musst du auch anbringen. Das beim Vollrückzieher. Bist du draufgegangen, oder wie? Ja, schlecht gelandet. Und vor allem der Bölle befreit. Es ist nur ein Befreiungsfallrückzieher. Wer macht einen Befreiungsfall? Ja, ich bin offensiv, ich bin zurückgegangen, der Bölle ist gekommen und ich habe noch weiter. Aha, am 16er, ich habe gemeint offensiv. Am eigenen 16er. Und dann muss ich auch noch sagen, der Bölle ist dann geflogen irgendwie, der ist dann abgefangen worden und dann haben sie nur gesehen, dass ich irgendwie am Boden liege. Dann haben sie halt über rechts gespielt, geflanken, Goal. Wir haben sogar noch das Gegengoal bekommen. Während du mit gebrochenem Ellenbogen am Boden gelegen bist. Wahnsinn. Ja. Das sind tragische Geschichten. Hä? Ich bin jetzt gerade ein bisschen traurig geworden. Du bist jetzt auch gerade ein bisschen traurig geworden. Ja, schon. Aber ja, bei mir ist natürlich eine Karriere auf dem Spiel gestanden. Nichtsdestotrotz, was ich bei meiner Achillessehne, damit wir wieder ein bisschen über meine Verletzung reden können, bei meiner Achillessehnenverletzung schon gedacht habe, das ist eine langwierige Geschichte und die Reha ist wichtig, Physiotherapie regelmäßig ist wichtig, die medizinische Betreuung ist wichtig und ich hätte mir dort manchmal gewünscht, ich wäre jetzt gerade schnell ein Profifußballer und hat einfach jeden Tag so eine Rundumbetreuung, damit es einfach schnell vorwärts geht. Damit ich, weil du merkst so, hätte ich eine bessere Betreuung, erstens geht es schneller und zweitens geht es auch besser. Also ich wäre sicher, dass es nachher auch wieder gut kommt und bei der Achillessehne bis heute ist es nicht wirklich gut. Dort wäre ich mal gerne Profisportler gewesen. Also grundsätzlich, wenn du das dann bist, ist die Betreuung schon noch recht gut. Ja, auf jeden Fall. Also du hast dann sicher auch noch den Staff vom Verein, wo dann einfach so ein bisschen eben Fitnesscoach oder Athletiktrainer, wo dir da hilft, dann auch so ein bisschen den Switch von der Physio auf den Platz wieder. Der ist nämlich auch recht schwierig. Also dann machst du zuerst mal nur Physio und dann nachher noch gehst du wieder auf den Platz und das so ein bisschen kombinieren. Und also bei uns, bei der Frau ist es so, dass die Möglichkeit hast du gar nicht. Das musst du selber organisieren oder irgendwie... Vielleicht hat mal jemand Zeit vom Verein, der sich damit auskennt und sonst noch so in diesem Bereich arbeitet. Aber sonst bist du da. Und sonst halt nicht. Du musst halt selber schauen. Wie. Aber so lässig ist es dann doch auch nicht. Ich habe mal den David Gallet, wie man ja schön sagt, besucht, der noch bei GC gespielt hat, wo er wieder mal eine Verletzung hatte. Der hat ja auch zwei Kreuzbandrisse. Also so ein Kandidat, ja. Ja, der hat auch zwei nacheinander gehabt. Und der hat dann auch erzählt, das ist halt so, deine Kollegen shooten irgendwie und du bist einfach
monatelang in irgendeiner Erstätte in einer Katakombe gsi, halt mit diesen Maschinen und so, das Trainieren. Das ist so deprimierend. Ja, das ist es. Das ist du kannst nichts machen. Ich meine, wenn du jetzt deine Achillessehne reissest und du bist Radiomoderator, du kannst noch weiter etwas machen, du hast wie noch etwas nebenbei, aber das ist halt ihr Lebensinhalt und gleichzeitig auch noch ihre Zukunft. Und wenn du dann wie gar nichts mehr hast und dann hast du vielleicht noch einen auslaufenden Vertrag oder so. Das, Fühlt man sich da allein und ausgeschlossen ein bisschen von der Gruppe? Ja, also ich finde schon, weil wir haben halt zum Beispiel im Herrenschüri nicht die Infrastrukturen, wo wir dort Reha machen und gleichzeitig beim Team sein. Du bist dann irgendwie sonst noch irgendwo in der Physio. Also da hast du schon eine sehr grosse Distanz. Und wenn man da nicht wirklich direkt kommuniziert, ist es auch so fürs Team schwierig. Ja, Mary kommt nie ans Spiel und wo ist sie denn? Und gleichzeitig Mary, ist aber Mary, wer ist das schon wieder? Man vergisst dich dann mit der Zeit vielleicht sogar. Ja, es ist, fühlt sich schon ein bisschen so an und es ist so ein bisschen unerträglich, vielleicht vor allem am Anfang, dann an die Spiele zu gehen. Oder? Und ich glaube, da muss man den Austausch mit dem Team und mit dem Trainer schon auch haben, dass man einfach auch sagt, wie man sich fühlt. Oder? Weil ich kann am Anfang gewisse Spiele nicht können schauen und ich hocke dort auf der Tribüne und jeder fragt dich, hey, wie geht es dir eigentlich? Und eigentlich geht es mir scheiße. Ich wollte eigentlich gar nicht darüber reden, oder? Und das ist halt schon schwierig, oder? Und dort kommt vor allem so ein bisschen auch der psychische Teil dann dazu, oder? Wo man nicht darüber redet oder viel das einfach auch vergessen oder gar nicht sehen, oder? Und das macht das Ganze schon recht schwierig. Also das heisst, man wird, also wir reden jetzt immer ein bisschen von dir, aber es wird bei den Bahnen zum Teil ein bisschen ähnlich laufen. Sobald man verletzt ist, ist man nicht mehr gerade zuvorderst auf der Prioritätenliste von einem Trainer, von einem Sportchef, von einem Präsident, sondern man wartet halt, bis der verletzte Spieler, die verletzte Spielerin zurückkommt. Es ist irgendwo durch auch logisch, weil der Trainer muss sich natürlich auf die konzentrieren, die fit sind und da sind, und das ist sein Job. Und dann gibt es halt einfach, ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht jemanden haben, der sich eben mehr um die verletzten Spielerinnen kümmert, wo wirklich dann da dabei ist und bei der Sache ist, aber wir haben halt einfach von dem, dass wir einfach keine Profis sind, gar nicht die Möglichkeiten. Oder? Aber ich weiss, und ich glaube auch, dass es bei den Männern nicht ganz anders ist. Also ich glaube, sie sind auch sehr allein und müssen durch eine Zeit, wo schwierig ist. Und dort sind sie meistens auch allein. Also ich glaube, jeder hat so seinen individuellen Weg. Wie schnell komme ich an meine Leistung wieder? Der andere braucht länger. Vielleicht habe ich die gleiche Verletzung, aber dort hast du wie auch wieder das Konkurrenzdenken, auch, wo dann plötzlich wieder kommt, oh nein, mein Kollege ist schon wieder fit und ich bin noch nicht fit und ich brauche halt länger. Und dort, das ist für egal ob Mann oder Frau, das ist mega schwierig. Wir haben ja in diesem Podcast immer wieder mal probieren, eine Perspektive zu wechseln. Und ich finde das ein relativ spannendes Thema, wenn es darum geht, die Millionäre, oder was man ja jemand schon mal gesagt hat, das stimmt in der Schweiz halt meistens nicht. Die verdienen meistens relativ normal, die Fußballspieler, mit ein paar wenigen Ausnahmen. Und das ist auch so ein Aspekt. Sobald jemand verletzt ist und vielleicht auch noch nicht so etabliert, dass er schon ein Top-Crack ist, dann wird er doch relativ schnell einmal vergessen, wahrscheinlich, oder? Also ganz viele Karrieren sind wahrscheinlich irgendwo in Physiotherapeutenkeller zu Ende gegangen und die sind nie mehr zurückgekommen. Also gerade wenn du so die anschaust, so auf Stufe U21, da hat es ja ganz viel Talent gegeben, wo dann im blödsten Moment, also eigentlich in dem, das ist für Fußball das schlimmste Alter, wo du dich länger verletzen, so zwischen 18 und 21, wenn man eigentlich müsste den ersten Schritt machen in der ersten Mannschaft, wenn du dann lang ausfallst, dann ist schon der Weg wahnsinnig weit wieder zurück. Der Luca Zuffi hat es zum Beispiel geschafft. Aber wenn der jetzt nicht x Umweg gemacht hätte über Winterthur und Thun und so, dann hätte er wahrscheinlich viel einen direkteren Weg gemacht. Aber es gibt ganz viele, die aus dem nie mehr rausgekommen sind. Also ist, einerseits ist schwieriger, weil deine Konkurrenten machen natürlich extrem viele Schritte in dieser Zeit. Und andererseits eben, du spielst dann wie nicht mehr so eine Rolle. Du musst dir vielleicht auch noch Gedanken machen, hey, stimmt, du wirst dir vielleicht bewusst, hey, wenn ich es ja nicht schaffe, dann habe ich ja wie nichts. Also gar nichts. Das ist vielleicht auch eine Zeit, wo viele dann anfangen, ja, vielleicht mal gleich noch eine Ausbildung, irgendetwas. Und dann ist es eigentlich gelaufen. Ich nehme an, du kennst ein paar so Spieler. Ja, also es gibt ganz viele solche Geschichten und ich finde es mega schade, dass man die nicht hört oder die verschwinden einfach irgendwo. Und es gibt viele Spieler, die kommen für ins Eis, planen und spielen dort natürlich am Anfang ein paar Spiele und dann verletzen sie sich oder sonst irgendwie lange es nicht, dann wirst du in U21 parkiert und dann bist du dort. Es kümmert sich nicht wirklich jemand um dich. Es ist natürlich ein Unterschied zwischen U21 und Erstmannschaft. Du hast dort viel mehr Betreuung und medizinisch bist du dort anders aufgestellt. Und nachher, dann musst du halt selber schauen,
wie es weitergeht. Oder? Und so eine Zwischenwelt. Ja, und vielleicht läuft der Vertrag aus und was machst du dann? Oder? Aber es interessiert sich niemand wirklich, wie es dir geht psychisch, wie es dir geht, wo bist du in deinem Reha-Prozess, die Kommunikation ist schlecht. Und da gibt es ganz viele Junge, die eben talentiert gewesen wären, aber leider einfach irgendwie dann auch, also wie willst du denn selber die Kraft wieder aufbringen, um zu sagen, dann gehe ich halt ins Fitnessstudio, mach das selber, weil du brauchst jemanden, der dich begleitet. Das ist ja viel besser, wenn man so untalentiert ist wie der Mami und ich und gar nie zur Debatte steht. Wir haben uns früher darauf konzentrieren können, etwas Rechts zu lernen. Ob das dann auch wirklich etwas Rechts war, das sei dahingestellt. Aber so knapp dran sein, aber nicht ganz und dann auch noch ein bisschen verletzt sein und dann immer so, die Hoffnung ist ja dann doch immer noch da, dass es dann doch mal noch klappt. Du bist so in einer Zwischenwelt gefangen, ist ein Horror. Das ist, da gibt es ja ganz viele Karrieren, die genau so gelaufen sind. Du bist am Anfang in einem einigermaßen grossen Superleague-Club, dann schaffst du es vielleicht nicht ganz, vielleicht wegen einer Verletzung im Nachwuchs, hast vielleicht ein paar vereinzelte Einsätze. Du hast schon mal in die Profiwelt reingesehen, schaffst es aber nicht ganz, vielleicht läuft im Vertrag aus und denkst, ja, aber ich bin ja wie ein Talent, weil ich bin ja fast in der ersten Mannschaft von Basel, IB, Zürich, was auch immer gewesen. Dann schaust du vielleicht mal noch mit anderen Schulen, dann gehst du mal vielleicht zu Aarau oder so, dann hast du vielleicht nochmal eine Verletzung, aber du hast immer noch den Traum, ich schaffe es im Fall noch, ich schaffe es im Fall noch. Und irgendwann bist du halt 27 und spielst beim SC Kriens und musst dir vielleicht überlegen, kein Beruf gelernt, sonst ist es wirklich schwierig. Du hast die psychische Komponente noch angesprochen, ja. Und die dunkelt mich auch relativ wichtig. Du selber bist ja auch aus einem, wie sagt man, Burnout, Depression, aus ja. Auch ein bisschen gegangen. Ja, also kurz bevor ich gemerkt habe, jetzt ja, muss ich mir dann irgendwann Kante geben. Nein, also ich habe einfach das mit dem psychischen Teil nach der Verletzung, vor allem nach meiner zweiten Knieverletzung gehabt, wo ich nachher auch noch den Job verloren habe. Ich habe dort gerade angefangen zu arbeiten und wenn dann nachher so, das nimmt er so wie alles, den ganzen Boden unter den Füßen weg. Und ich glaube, diesen Aspekt, über den redet man nicht und den mag man sich vielleicht selber manchmal auch nicht eingestehen. Und ich habe dann einfach irgendwie müssen merken, ich kann es so selber nicht mehr handeln und ich muss jetzt etwas machen. Und bin dann zu der Sportpsychologin und habe mich dort wirklich ein paar Wochen lang betreuen lassen. Und das hat mir wahnsinnig gut getan, weil es ist wie ein Trauma. Eine Verletzung ist ein Trauma. Das ist etwas, das du musst verarbeiten. Und wir sind uns gewohnt, auf dem Platz zu sein. Ich bin ein Bewegungsmensch. Stell dir mal vor, ich kann am Anfang nicht mehr laufen, du hast die Schmerzen, musst dir 30 Tage lang die Spritze geben. Und dort ist schon, wenn du dich nicht mehr so kannst bewegen und dann in dem Stuhl gefangen bist, schon heftig, oder? Und ich glaube, das ist etwas, wo zu verarbeiten gilt. Vor allem, wenn man wieder auf den Platz kommt. Schaut man da zu wenig drauf im Fußball? Ich glaube auf jeden Fall. Also, das ist nur schnell, kein Thema. Also, ich kenne keinen Verein wirklich, wo das Thema je so intensiv angesprochen worden ist oder auch mit den Spielern. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in Zukunft in jedem Fall besser machen müssen. Weil die Verletzungen gehen ja nicht, die hören ja nicht auf, oder? Und vor allem mit einem Kreuzbandriss ist einfach so, das ist eine sehr schwere Verletzung. Und dort merkst du, du hast so wie das Gefühl, die anderen gehen dich ein bisschen auf, oder? Und nur schon dort fehlt dir schon der Halt. Also du gibst dich wahrscheinlich selber am Anfang auf und dann alle anderen noch. Also das ist etwas, wo der Marco, schon heftig ist. Der Marco Schönbächler in einem Konkurrenz-Podcast bei uns gehört, gerade kürzlich. Und er hat so ein bisschen gesagt, in dieser Zeit, er hat ja eine ähnliche Geschichte wie du, wo er gefragt worden ist, ja, hast du da Hilfe bekommen? Hast du da mit den Leuten geredet? Nein, ich habe es mit mir selber ausgemacht. Ich kann nicht mit den anderen wollen, mit meinen Problemen belasten. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein Schema, wo man durchaus jemand sieht, gerade im Mannenfußball, in dem Macho-Sport Fußball, ich mache es mit mir selber aus und kann es dann aber doch nicht. Und verzichte aber darauf, Hilfe zu holen. Warum ist das so? Weil Macho-Sport. Es gibt wahrscheinlich beides. Es gibt die einen, die wahrscheinlich finden, okay, ich darf mich jetzt nicht von einer schwachen Seite zeigen, weil ich will ja wieder zurückkommen in die erste Mannschaft. Ich muss zeigen, wie parat ich bin. Ich muss jetzt nicht erzählen, wie schlecht es mir geht. Andererseits, ich habe mal vor langen Jahren ein Interview mit dem Steven Zuber und der ist damals mit ganz vielen Jungen in die erste Mannschaft von GC und die haben in dieser Zeit auch ganz viele Verletzte gehabt. Und der Steven Zuber hat sich sehr darüber beschwert, er hat zwar keine Verletzung gehabt, aber viele Freunde haben, die haben gesagt, die sind dann einfach, sind zwar in der ersten Mannschaft, haben irgendeine Verletzung, liegen irgendwo im Spital, nie. Sag irgendjemand, weißt du, mal ein Trainer oder sonst irgendetwas vorbeikommen, hey, wie geht's dir, weißt du, wir zählen wieder auf dich, wir können dir da helfen, sag einfach, fertig. Der liegt einfach irgendwo allein dort. Das sind wahrscheinlich zwei verschiedene Sachen. Die einen wollen es nicht, nicht mitteilen. Gleichzeitig gibt es aber auch wirklich wenig Hilfe. Ja, aber vielleicht hängt es dann doch auch zusammen. Also wenn du merkst, du kommst keine Hilfe über, dann bist du nicht gerade zuvorderst mit sagen, mir geht es nicht so gut. Weil du merkst, ja, es wird vielleicht auch nicht so verstanden. Und jetzt, wenn man jetzt
jetzt sind wir ein bisschen ernst und wir bleiben nicht so ernst, aber ich finde es wichtig, wenn man jetzt über Depressionen im Fußball redet. Also da gibt es Beispiele, da gibt es den Robert Enke, das ist 11 Jahre her, wo der Suizid gemacht hat, wo man weiss, der hat fest Depressionen gehabt. Es gibt den Sebastian Deisler von Bayern München, der seine Karriere mal unterbrochen hat und dann auch frühzeitig beendet hat, wegen Depressionen. Es gibt immer wieder mal Männer, die meistens Spieler, die nach ihrer Karriere darüber reden, wie schlecht es ihnen gegangen ist. Ist das ein Mann-Ding? Ist das ein Mann-Problem? Oder ein Fußballproblem? Es ist für mich noch schwierig zu sagen. Also ich glaube, Männer sind eher, sie brauchen einfach ein bisschen länger, um dann vielleicht sich eben eingestehen, hey, ich brauche jemanden, der mich da unterstützt. Bei mir ist es eher so gesehen, ich kann eher darüber reden oder auch eher mir können Hilfe holen. Aber ich finde, dort muss die Verantwortung klar beim Verein, wo dort aktiv auf die Spieler zugeht. Weil du bist selber schon in einer Situation, wo dann noch nach Hilfe fragen, ist wahnsinnig schwierig. Oder du weißt selber nicht recht, was brauche ich. Weißt aber, mir geht es nicht gut. Und dort finde ich wichtig, dass eben ein Verein, Trainer etc. einfach da ist. Und vor allem das Krasse ist auch, bei einer Knieverletzung, im Kreuzbandriss, am Anfang kommen die Leute noch oder schreiben mal noch, hey, wie ist die OP gelaufen und so. Aber die restlichen 9-12 Monate, wo du nachher noch musst trainieren und noch nicht auf den Platz kannst, verschwindest du ein bisschen. Und ich glaube, es gilt da wirklich, über die ganze Zeit jemanden zu begleiten. Das ist mega wichtig. Andere Sportarten, gerade so die Einzelsportarten, die Hochleistungs-Ausdauersportarten wie Triathlon oder Marathon, dort weiss man fängst, das ist wichtig, Sportpsychologie, jeder arbeitet noch mit einem Sportpsychologe zusammen, das ist im Fußball noch nicht so weit verbreitet, dass die mentale Geschichte auch eine gewisse Bedeutung hat. Es geht ja nicht nur darum, eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, eine menschenfreundliche Umgebung, was ja nicht so schlecht wäre, wenn es das wäre, aber es hat ja durchaus einen direkten Impact auf die Leistung auf dem Platz. Also wenn es jemandem gut geht, spielt er einfach automatisch besser, als wenn es ihm seelisch nicht so gut geht. Also das ist auch eine Form von Training, um einen Spieler besser zu machen. Es ist nicht so, dass es keine Rolle spielt. Es wird jetzt nicht unbedingt dafür eingesetzt, dass alle Spieler sich extrem wohlfühlen, sondern um halt möglichst viel Leistung zu erzielen. Also du hast ja viel, der Christian Gross hat immer mit so psychologischen Tricks geschafft, mit irgendwelchen Plakaten aufhängen oder es gibt die Kabine, irgendeine Farm anmalen, um irgendeine Gegner schwächen. Das sind dann mehr so die Sachen. Aber ich glaube, es gibt auch die grösseren Clubs zumindest, dort hast du sicher die Möglichkeit, um auf die Hilfe zum Beispiel einen Sportpsychologen zurückgreifen. Aber Ganze. Also ich weiß nicht, ob ihr zufällig zum Beispiel den Meisterträume, der Film, wo damals Petkovic sein IB begleitet hat, dort kommt damals so ein Psychologe und redet mit welchem Degen? Mit einem Degen. Hat man dort jetzt nicht das Gefühl gehabt, das bringt jetzt wahnsinnig viel, so wie sie jetzt gemacht haben. Deine Ziele visualisieren und Bilder schaffen und so Motivationstricks. Wir sind Raubfisch und die anderen sind weißt, so Sachen. Ja, also ich glaube, es ist sicher wichtig, dass man dort auch so ein Feingefühl hat. Also es gibt die, denen geht es gut, die brauchen das im Moment nicht. Und es gibt einfach eben, vor allem bei Verletzungen, finde ich, muss es zum Thema werden. Und das ist so ein bisschen nicht da. Oder das habe ich das Gefühl, ist ein kleines Problem. Ich glaube, Mentaltrainer und eben sonst mal so ein Team-Event und so, das ist sicher nützlich. Bäume umarmen. Ja, genau, ja. Ist sicher auch gut. Aber ich glaube, das ist sicher auch fürs Teambuilding oder für den Teamgeist wichtig. Aber ich glaube, vor allem dann, wenn man merkt, oder ja, der Spieler, der ist verletzt, wird lang ausfallen. Dort muss es einfach mehr zum Thema werden. Es gibt halt auch noch ein grosses Problem, halt, wenn du jetzt gerade die Profis anschaust bei den Männern. Es sind halt schon nicht einfach nur beste Freunde, die da miteinander shooten. Also jeder, der verletzt ist, vielleicht ist auch... Mal! ja, vielleicht 1951 oder so, wo noch irgendwie Schottfond so Meister geworden ist oder so. Aber sonst, jetzt sind das durchaus auch Einzelsportler in einem gewissen Maß. Das heisst, sie planen ihre eigene Karriere. Das heisst, jede Verletzung ist auch eine Chance für einen anderen Spieler. Also ist es jetzt auch ein bisschen... Ja, wäre ein bisschen zu viel erwartet, um zu sagen, hey, der hat sicher Freude, bis der andere wieder zurückkommt. Ich bringe mir jetzt noch ein Schöckli und einen Blumenstrauß aus dem Spitalbett und gehe jeden Tag begleiten. Müsste das natürlich geben. Aber ja, es sind halt durchaus auch ein bisschen Einzelsportler. Und es geht dann doch auch ein bisschen um Geld und um Karrieren. Und es sind dann halt nur 11, die auf dem Platz stehen und das Kader ist dann irgendwie 25 Mann oder Frau stark. Ja, aber weißt du, es braucht manchmal nicht viel. Also manchmal lange das SMS oder bei mir sind es die, die können, sind ja Kurz vorbeikommen. Und das langt manchmal. Mehr braucht es eigentlich gar nicht. Oder? Aber würdest du auch sagen, ihr seid bei den Frauen schon mehr befreundet als jetzt vielleicht in der ersten Mannschaft im FC Zürich? Ja, ich würde schon sagen. Ich glaube, vor allem, weil wir die letzten 10 Jahre einfach auch brutal viele Titel geholt haben, immer so ein bisschen die gleichen Leute miteinander gehabt. Wir unternehmen da viel, so neben dem Fußball. Aber es gibt auch dort ein Konkurrenzdenken. Also ja, es ist...
schon auch da, aber ich glaube, wir schauen schon ein bisschen mehr zueinander. Ich weiss es nicht. Aber was heisst, wir unternehmen viel neben dem Fußball? Das sind so die Koks-Partys, wo irgendwelche Chippendales zu Turten aussteigen dann. Wir haben so einen Chat, wo so ein bisschen auch die Eltern, die nicht mehr beim FCZ sind, dabei sind. Und dann treffen wir uns mal zum Grillieren oder bei irgendjemandem daheim. Und dann wird geschwätzt und wird gegessen. Jeder bringt etwas mit zum Essen. Das ist mega lässig. Also, ja, ich weiß nicht, wie das, inwiefern das bei den Männern so ist, aber... Ja, ich glaube, die meisten Koks-Partys und es kumpelt irgendwelche nackten Weibers. Stell dir das mal vor, ihr seid länger zusammen gewesen beim FC Zürich wie die Frauen, ihr habt das Team, ihr kennt euch mehrere Jahre. Der Schönbein spielt seit wann beim FC Zürich? Seit etwa 250 Jahren, Grössenordnung. Nur schon vor 5 Jahren. Hat es irgendeinen Typ, der schon in dieser Mannschaft war? Aus dem Schönbein? Wahrscheinlich nein, nicht. Das stimmt. Es gibt viel Wechsel. Viel mehr Wechsel. Du wachst viel, viel weniger. Du hast ja nicht so einen Bezug dann zu einem Spieler, der sich dann halt verletzt. Dann findest du halt so, ja, schade, scheiße, ich bin vielleicht noch, wenn überhaupt. Und er ist erst seit 3 Monaten da. Und genau. In einem halben Jahr ist er wieder weg. Wie heisst er schon wieder? Aber wie willst du denn Erfolg haben, wenn du eben das, wenn es immer wieder so viel Wechsel gibt? Also ich glaube, das ist ein anderes Thema. Oder? Das ist ein anderes großes Thema. Aber das kannst du vergessen. Also mit dem Wachsen. Also nicht. Also mit dem Wachsen? Ja, dass man so. Lionel Messi, Wachstumsstörungen. Nein, nicht das andere. Nein, das mit dem Zusammenwachsen. Natürlich ist man besser, wenn man lang zusammen bleibt. Aber es ist halt der Schweizer. Die Schweizer Fußballrealität sieht halt nicht so aus. Wenn ein 18-Jähriger gut ist, dann ist er nach einem halben Jahr weg. Komm, wir kommen zu der Schweizer Fußballrealität in der Aktualität. Es wird wieder Fußball gespielt in der Schweiz. wir haben schon des Öfteren über Geisterspiel geredet, wie man das empfindet, Vor- und Nachteil, wie das so ist, das Zeug am Fernsehen zu schauen, wenn das Stadion leer ist. Jetzt ist Mary in ihrer Funktion als Teleclub-Aufnahmeleiterin im Stadion gewesen. So ein Spiel nicht am Fernsehen wie mir, sondern im Stadion geschaut. Wie ist denn so ein Geisterspiel im Stadion? Ja, es ist völlig komisch. Also ich habe ja vorher schon ein paar Spiele erlebt, vor allem in Bern, wo es richtig fängt. Aber du stehst dann so dort und findest, das ist eigentlich so ein bisschen wie bei uns. im Herrenschürli. Also wirklich so ein bisschen mehr familiäre Atmosphäre. Ja, und, noch schön, ja, also ich habe es jetzt völlig angenehm gefunden. Es ist schon ein Change, muss ich schon sagen. Also es ist etwas anderes. Und man hat dann so ein bisschen gemerkt, dass die Spieler nach dem Spiel, eben, sie gehen nicht zu den Zuschauern, so irgendwie können sie ja nicht. Und dann fangen sie an auslaufen und irgendwie noch stretchen und so. Und das siehst du ja sonst ja auch nicht. Sonst gehen sie gerade drüber und machen das drinnen irgendwo. Ja, es war so ein bisschen wie bei uns gewesen, wirklich heimelig. Das wäre noch lustig, wenn sie immer noch zu den Zuschauern gehen. Sie müssen aber zu jedem Heim gehen. Sie sind, glaube ich, gegangen. Also zu jedem Golüten. Was? Ja, weißt du, GC hat die coole Idee. Man muss sagen, es ist ein Spiel GC letzter Grund, letzter Freitag, da bist du ja, genau. Und sie haben eben so coole Karton-Zuschauer gehabt, hast dein Foto einschicken genau. Und dann sind sie aber dann gleich noch dort zu den Kartonfiguren sich bedanken für den Support, der dann halt einfach von zu Hause aus ist, oder? Aber habe ich cool gefunden. Und die Kartonfiguren, wie haben die Kartonfiguren reagiert? Relativ zurückhaltend, nehme ich an. Ja gut, bei dem Sieg, was sie heimgeholt haben, ist ja... Ich wollte jetzt nicht zu fest... ich habe es schön gefunden, ein 5-0 gegen Aarau. Und jetzt kommt gerade der Spielverderber Sikora wieder, wo seine These bestätigt sieht, dass es eigentlich um nichts mehr geht in dieser Challenge League. Sorry, nur schon es hat schon früh angefangen, aber das 3-0, das 4-0 und das 5-0 ist wirklich wie, sagen wir, man macht irgendwo ein Match in der Body. Und die einen mögen schon eigentlich überhaupt nicht mehr. Und wenn es noch etwas wollen, dann vielleicht noch das Goal vorne schiessen, aber verteidigen, das mögen sie einfach wie nicht mehr. Das heisst, wenn ein Pass mal an einem vorbeigeht, dann ist es eigentlich schon gelaufen, dann kommen 3 live ins Goal. Und ich meine, das ist zweimal passiert bei GC gegen Aarau. Weil GC so unglaublich souverän und genial gespielt hat. Oder? Mach jetzt nicht im Nassim bei Khalifa sein Dribbling schlecht. Vielleicht ist Aarau einfach total wurscht, wie das Spiel ausgeht. Zwar total. Das könnte aber schon ein bisschen sein. Also ich glaube, dass die Corona-Pause, die die Spieler ja auch hatten, die spielt auch noch eine Rolle. Und ich glaube, klar, also sie haben alle die gleichen Voraussetzungen gehabt, kann man ja schon sagen, aber ich glaube, so ganz einfach ist das schon nicht, wenn du plötzlich irgendwie im Rhythmus gewesen bist und dann hast du ein paar Wochen frei und dann musst du wieder anfangen und dann ist schon wieder Meisterschaft, das ist sicher komisch. Also, und fit bist du dann wahrscheinlich auch nicht so, wie das wärst, wenn die Saison weitergeht. Es ist komisch, dass ausgerechnet die fit sind, für die, wo es um etwas geht, und die, wo es um nichts geht, total unfit sind. Ja, aber du hast ja keine Motivation mehr zu trainieren. Nur schon, das fängt ja am Training schon an, wahrscheinlich, wie du sagst. Natürlich. Du hast ja gar keine Motivation mehr. Also weißt du, all die Durchläufe, das konditionell fiese Arbeiten, um wieder auf so ein Level kommen von Fitness, dass du wirklich auch wieder 90 Minuten oder, wenn du im Göpno unterwegs bist, eventuell 120 Minuten machst. Die Energie aufzubringen, wenn du weißt, wir können weder aufsteigen noch absteigen, es ist eigentlich egal.
Das ist schon schwierig, dich dann zu motivieren. Also wenn ich zwei Wochen Pause habe und nachher wieder auf den Platz, bin ich am Arsch. Das geht ja, nicht. Eben, es geht beiden so. Dann aber versetz dich mal, du tust dich doch gerne in andere Personen versetzen. Das mache ich sehr gerne, ja. Versetz dich mal in einen FCA-Rauspieler. Ja. Der FCA-Rauspieler ist im Schnitt etwa in unserem Alter. Die haben ja alle sehr... also blutjung. Nein, die haben sehr, 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 sehr viele über 30-Jährige. Sie haben auch etwa 8 Stürmer. Die haben, viele von denen haben einen Auslauf von dem Vertrag. Sie wollten eigentlich aufsteigen, das funktioniert offenbar nicht. Sie können aber jetzt neu auch nicht mehr absteigen und vielleicht haben sie einen auslaufenden Vertrag auf Ende Saison. Deine Motivation, Tom, ist? Das habe ich jetzt sogar gesagt. Es ist ja nachvollziehbar. Gleich null. Ja, also ich finde nicht unbedingt. Ich meine, bei uns ist es so, dass wir Einjahresvertrag haben. Also mein Vertrag läuft jedes Jahr aus und verdiene tue ich eigentlich auch nichts. Also motiviert bin ich ja trotzdem. Also, du machst auch vielleicht noch hast du noch Freude am Fußball? Schon ein bisschen eine Ausrede, ja. Hallo, ja, sicher. Das ist eine Ausrede. Ich habe eine Freude. Ich glaube einfach, dass viele von denen schon ein bisschen abgehakt haben mit dem und die tun jetzt noch nicht shooten. Es hat ganz ein schönes Beispiel gegeben, um das, was der Meme sagt, noch ein bisschen zu unterstreichen. Es hat ganz viele schöne Goal gegeben in dieser Challenge League. Es gibt nur schöne Goal. Zum Teil auch ein bisschen absurde Goal, wie bei Stade Lausanne Uschi gegen Chiasso. Das muss ich geschichtig machen. Hast du das gesehen? Nein, sorry. Es ist fantastisch. Chiasso, der geht es auch bei beiden natürlich überhaupt nicht mehr. Und Chiasso wollte hinausspielen, wie man das halt macht, als Tabellenletzter von der Challenge League mit X passt durch den eigenen Strafraum. Einer geht vorchecken. Und schlussendlich fängt irgendwie, also einer will sie dann noch mit Ausserrist am Goalie zurückspielen, der aus mir völlig unerfindlichen Gründen etwa 10 Meter neben dem Goal steht. Der Böller bleibt natürlich unterwegs hängen und der Stade Lausanne-Spieler haut sie dann aus etwa 2 Meter ins leere Goal rein. Es sieht nach Arbeitsverweigerung aus dem Goalie. Wenn du das so schaust, denkst du so, also wieso? Was habe ich jetzt da gerade gesehen? Wohin kann ich noch ausweichen als Goalie, damit der gegnerische Stürmer garantiert ein leeres Goal hat? Nein, es ist fantastisch. Ja. So läuft Challenge League. Challenge League ist nicht mehr so viel Pfupf drin. Wir reden darum auch nicht über die Super League, weil es momentan recht schwierig ist für uns als Podcast, wo am Dienstag aufzeichnet, wo am Mittwoch rauskommt, während wir jeden Tag Spiel sind. Also wenn ihr den am Donnerstag hört, den Podcast, dann ist das, was wir jetzt sagen, schon wieder total überholt. Stand jetzt, gehen wir immer noch davon aus, Stand jetzt ist die Situation die, dass Basel so ein bisschen den Anschluss verloren hat in dem Meisterrennen. St. Gallen und IB haben gewonnen, Basel hat verloren, der Abstand ist ein bisschen grösser geworden. Ich will gar nicht zu fest darauf eingehen. Vielleicht hat Basel jetzt schon wieder gewonnen unterdessen und IB und St. Gallen haben verloren. Aber zu Basel ist die Stimmung gerade im Moment nicht so gut. Jetzt auch unabhängig von dieser Niederlage gegen den FC Luzern. Die Muttenzer Kurve fordert öffentlich den Rücktritt vom, nicht nur vom Präsidenten, eigentlich vom ganzen Verwaltungsrat. Nicht ganz. Nein. Nicht ganz. Der Herr Degen darf bleiben. Oder? Also, das ist eine schöne, ich kann mir sie ausdrücken. Hast du sie im Wortlaut? Ich möchte zuerst, bevor wir zum Herr Degen kommen, die ganze Geschichte. Es ist wirklich sehr wohl formuliert. Es ist nicht irgendeine Fankurve, Präsident raus! Sondern da hat man sich Zeit genommen. Hat sich das gut überlegt, hat es sehr pointiert formuliert. Nicht beleidigend, aber sehr deutlich. So befanden wir uns auch in den letzten Monaten in einem intensiven Austausch mit unterschiedlichen Exponenten. Dieser führte uns jedoch zur endgültigen Einsicht, dass wir unter der aktuellen Führung keine Perspektive mehr für den FCB sehen. Wir erachten sie als nicht fähig, durch die Krise zu führen bzw. die kommenden Herausforderungen zu meistern. Zum Wohle des Clubs fordern wir deshalb die komplette Führung dazu auf, aus allen Verantwortungspositionen zurückzutreten. Darf das eine Fankurve einfach so fordern? Sie dürfen es schon. Ja. Fordern darf man alles. Ja. Also ich kann jetzt auch fordern, dass jetzt ab morgen sollen im Volk alle Snickers gratis sein. Also das darf man schon fordern. Ob man darauf eingehen muss oder nicht, das ist dann ein Zweites. Das hat auch der FC Basel relativ deutlich gesagt. So, wir nehmen es zur Kenntnis, aber wir bleiben. Ja. So. Ist damit die Causa Muttenzer Kurve FCB erledigt? Also ist es scheint schon so, als wäre der Unmut relativ gross rund um den FCB. Ja, also ich glaube eben, es ist für die Fans natürlich sicher, man das alles so ein bisschen aus einer anderen Perspektive mit über und sie wollen, dass der Verein wieder, ich meine, Basel hat so viel Erfolg gehabt die letzten paar Jahre und sie wollen wieder dorthin und ich meine, ich sage es halt immer wieder, der Fisch fängt immer am Kopf an stinken und das kann ich natürlich verstehen als Fan, dass man sich dort Fragen stellt und dass man da eine Veränderung wieder will und wieder will, dass die Sachen wieder so laufen, wie es mal war, obwohl das eigentlich immer so ein bisschen schwierig ist, also irgendwann muss man sich auch weiterentwickeln, es wird wahrscheinlich nie so sein, wie es vorher war.
war. Aber das kann ich schon verstehen. Es sind ja verschiedene Sachen. Einerseits ist, dass man jetzt 2 Jahre hintereinander nicht Meister geworden ist. Aber ich glaube, das könnte im Fall, dass wir viel Teil, den grössten Teil der Mutanzkurve noch akzeptieren. Wir würden sagen, wir müssen lange nicht jedes Mal Meister werden. Es ist gar nicht so lustig, wenn man 500 Mal in Serie Meister wird. Das ist nicht das grosse Problem. Da kommt aber dazu, dass doch relativ grosse Reserve, da 50 Millionen etwa, das aus dieser Champions League-Zeit, haben sich das auch spielt und auf die Seite da. Und Bernhard Burgener ist in die neue Ära gestartet mit relativ guten Polster. Und das ist jetzt eigentlich weg. Allein letztes Jahr 19 Millionen Minus geschrieben. Das ist eine starke Leistung. Das sieht nach Misswirtschaft aus. Misswirtschaft, also gut, es kommt, man muss ihn auch ein bisschen verteidigen, dass die Zeit vorher halt auch so war mit Rangierung in der 5-Jahres-Wertung und allem, dass es halt einfacher war, um mit Champions League reinzukommen. Das war ein Bonus gewesen, von dem hat die alte Führung profitiert, beziehungsweise hat sie sich auch selber erarbeitet. Das hat der Burgener jetzt nicht mehr. Und wenn halt die Einnahmen wegfallen, dann schrumpft es halt ziemlich schnell. Andererseits ist natürlich, glaube das, was der meisten aufstößt, ist nicht, dass sie jetzt 20 Millionen Verlust präsentiert haben, sondern es gibt halt viel so Nebenschauplätze. Du hast das Theater um Marcel Koller gehabt, du hast den Streller gehabt als Sportchef, der eigentlich Koller schon entlassen hat und dann muss er selber gehen. Dann hast du die Sache, auf einmal präsentiert sich der FCB in Indien mit seinem neuen Superteam da, wo wahrscheinlich nie mehr irgendetwas daraus wird und der Ceccaroni wird irgendwie dann verfrachtet und müsste irgendwelche Inder anbringen, die der FCB lässig findet. Dann hast du E-Sports hast du noch gehabt, auf einmal haben sie ein E-Sports-Team und Fans finden darum, ich brauchen wir überhaupt nicht. Dann genau die super Lohngeschichte. Das Ganze wie so sehr unglücklich kommuniziert. Das ist einfach das komplette Gegenteil von dem, was die alte Führung gemacht hat. Ich glaube, das stößt den Fans ja, halt und sie formuliert das so, wir haben in den letzten Jahren, obwohl uns vieles nicht passt hat, wir haben immer wieder probiert, konstruktiv und wir haben uns zurückgehalten mit Kritik. Jetzt ist einfach wieder ein Kragen geplatzt. Ja. Es ist die Rede von desaströser Kommunikation, Intransparenz und Schönrederei. Anstatt hinzustehen und Verantwortung zu übernehmen. Und dann eben ausgenommen von unserer Rücktrittsforderung ist einzig David Degen. Das finde ich fantastisch. Gehen alle. Degen, du darfst bleiben, aber es hat noch einen Nebensatz. Von ihm erwarten wir lediglich, dass er einer künftigen Lösung nicht im Wege steht. Also bleib, aber hebt Schnurren. Ja. Und wenn andere kommen, dann gehst du einfach mal auf die Seite. Ja, ich finde, es ist schon noch ein Unterschied, ob du unglücklich bist und du bist irgendwie in Sion und du bist auf der Tribüne und dich schießt langsam an, was der Constantin macht. Und du bist dort und rufst wie so Constantin raus oder was auch immer, genau. Wie auch immer das auf Französisch heisst. Ja. Das kann ich jetzt gar nicht bringen. Was ich? Genau. Oder dann wirklich ansitzen und ja, wir machen jetzt das Schreiben. Das klingt sehr professionell, das ist wie überlegt, wir möchten das richtig, wir sind jetzt ruhig, wir haben einen Moment Zeit, wir formulieren das so konkret. Dann kann man sich schon sagen, ja okay, man kann das machen, aber gibt es denn auch eine Legitimation dafür? Ja. Das ist die Frage. Ja, wie fest sind die Fans an der FC Zürich? Hat ja eine gute Geschichte. da ist ja die Mannschaft, nachdem sie abgestiegen sind, sind sie Cup-Sieger geworden und sind demütigsten Pokal in die Kurve gestellt und sind, glaube ich, dann auch noch ausgepfiffen worden. Also so, wir haben es auch schon ein bisschen diskutiert, die Macht von der Fankurve. Wie fest dürfen Fankurven das Gefühl haben, sie können mitreden, wenn es um Clubpolitik geht? Ja, ist schwierig, weil sie hocken ja nicht an dem Tisch, wo die Verhandlungen gemacht werden und so weiter. Also wirklich, innen gesehen tun sie ja nicht. Andererseits muss ich sagen, sie unterstützen den Verein seit eh und je und sind treue Fan. Ist schon ein bisschen schwierig. Es gibt da sicher eine Grenze, wo ich finde, Fan ist immer noch Fan und die Clubführung muss da wirklich intern selber schauen. Aber ich glaube, man darf seine Meinung immer äußern als Fan oder ob man dann wirklich eben etwas damit kann bewirken kann, weiss ich jetzt nicht. Und inwiefern das ein Verein dort auch sollte, ja, halt auch dem zulassen oder sich dem annehmen, was die Fans wollen. Ich glaube, die Fans wollen einfach, dass der Verein Erfolg hat und dass die Spieler ja, halt, ihre Leistung bringen. Und ja, ist doch schwierig, finde ich. Also ich glaube eher weniger, dass ein Verein dort muss auf Fans eingehen muss. Es ist auch noch lustig, so wie die Hierarchien so ein bisschen anders sind in so einem Schreiben. Also wenn man das Schreiben jetzt liest, dann tönt es wie so, man ist in einem Unternehmen, irgendwie die Spitze vom Unternehmen schreibt denen unten dran, wo irgendetwas hätte müssen umsetzen, sagen sie, hey, look, ihr habt es nicht erreicht, fahrt ab, oder? Eigentlich ist es ja umgekehrt. Also ich glaube, so wie Sie das sehen, ist wie so, zuoberst ist der Verein, wie so das Ganze rundherum, dann kommen die Fans und dann unten dran kommt eigentlich die Führung, die der Club eigentlich führt. So tönt das so ein bisschen, wie nach dieser Hierarchie. Obwohl ja eigentlich... Bottom-up. Wenn man es eigentlich genau nimmt, ich meine, die da sagen haben, die zahlen das Ganze und führen das so, wie sie eigentlich wollen. Ja, da vermischen sich auch Sachen. Also grundsätzlich ist es schon so, das ist beim Constantin in Sion so, das ist bei den Canepas in Zürich so.
Also du kannst schon fordern, der muss weg. Der Constantin regt uns auf, der muss weg. Oder gar nicht passen, uns passt das nicht. Der Familienbetrieb und die entscheiden alles, die regieren den Verein, die müssen weg. Nur, wenn die dann weg sind, also, die, dann gibt es einfach den Verein nicht mehr. Weil die zahlen auch die Rechnungen. Natürlich. Was ich halt spannend finde, ist da, dass der Fan eher noch Mut hat, um auch zu sagen, hey, wir sehen das Problem und wir wollen, dass es anders ist. Wenn du in dem Konstrukt rein bist und in dem Verein arbeitest und merkst, hey, Sachen laufen nicht und so, dann sagst du vielleicht weniger, was dir nicht passt. Oder hast du den Mut, zu sagen, hey, wir müssen etwas verändern. Und ich glaube, die Fans sind da in einer coolen Position, dass sie sagen, hey, wir kommen da Sachen mit über und das passt uns eigentlich nicht und das müssen wir anders machen. Was für die Fans natürlich einfacher ist, wenn du mit drinnen hockst, hast du vielleicht nicht so den Mut. Und der fehlt mir ein bisschen im Fußball und vor allem mit dem Business, dass man ansteht und sagt, hey, jetzt müssen wir Sachen anders machen, wir müssen das transparent machen, wir müssen gut kommunizieren und das dann auch raustreten. Also du sagst, wahrscheinlich sind eventuell in der ganzen Organisation vom FC Basel ein paar Leute noch froh, dass aus dem Fan-Ecke jetzt mal die Kritik so vehement gekommen ist, weil sie sich eigentlich deckt mit dem, was sie selber empfindet, aber sie als Lohnempfänger traut sie sich nicht zu äußern. Also es gibt ich kann mir das schon vorstellen. Ja, das vorstellen. Auch sonst, also ich glaube, das ist auch sonst in der Berufswelt, nicht nur im Fußball manchmal so, dass man findet, hey, nein, es kann nicht sein. Aber hey, wenn ich jetzt das Maul aufmache und den Mut habe, zu mir herzustehen, vielleicht bin ich nach meinem Job los. Und einen Fan kannst du mich nicht entlassen. Ja, und der Fan kann auch einfach sagen, was er denkt, ohne dass mir etwas passiert. Ja, es ist halt nicht ein demokratisches Konstrukt, so einem Fußballclub. Das ist halt so. Also man kann jetzt nicht abstimmen, wie man es macht. Kann man schon machen. Man kann den Verein schon so führen, aber dann führt man nicht auf dem Level, wo der FC Basel führt. Mit, ich weiß nicht, wie 168 Angestellten, die halt auch noch wollen, dass der Club weitergeht. Dann ist halt einfach sehr viel weiter unten. Oder du findest, ja, wir tun die Forderung so umsetzen, nehmen zur Kenntnis, gut, wir gehen alle. Ich weiss nicht, ob die Fankurve dann die 50 Millionen, die es dann irgendwie mindestens braucht, anbringt, um das weiterzuführen. Das ist ja. Es ist nicht wie bei einem Unternehmer, dass man sagt, der Chef, der CEO, der hat versagt, der wird jetzt einfach ersetzt durch einen anderen. Weil im Fußball ist meistens der CEO, oder nein, der CEO nicht, aber der Präsident ist halt oftmals, und in dem Fall jetzt auch der Bernhard Burgener, finanziell so fest beteiligt daran, dass er nicht einfach gehen kann. Also er kann schon gehen. Er müsste dann einfach seine Aktie jemandem verkaufen. Und find mal jemanden, der... Das Aktienpaket ist nicht mehr ganz so viel wert, wie es mal war. Aber find mal jemanden, der einfach die paar Millionen auf den Tisch legt. Hast du das gleiche Problem wie bei GC, wo eigentlich auch der, der die ganze Zeit gezahlt hat, dann irgendwann nicht mehr so geliebt worden ist von den Fans und dann irgendwann mal hat so lange den Club verkaufen, bis er dann irgendwann in China fündig geworden ist? Ja, oder? Also abgestiegen ist und dann irgendwo Chinesen gekommen sind. Es gibt ein schönes Mysterium, jetzt verlieren wir die Schweiz mal schnell. In Zeiten von Corona, wie... Es ist ja eigentlich ein Tanz auf Messerschneide. Auf rohen Eier, oder? Messerschneide heisst es, ne? Messerschneide. Er hat Scheide gesagt. Funktioniert aber immer noch, gell? Gut, anstatt einen Peniswitz in dem Podcast, dann genau. Hat er Scheide gesagt. Nein, dass man wie so ein bisschen auf mit Borgener Zeit spielt. Also in Zeiten von Corona, mit diesem Schutzkonzept, jetzt wird wieder Fußball gespielt, in der Bundesliga schon länger, jetzt auch in der Schweiz und in vielen anderen Ligen rundherum auch. Aber einfach nur so lange, bis nicht mal eine ganze Mannschaft muss in Quarantäne, weil dann geht das Ganze wie ein Kartenhaus zusammen. Und das sieht man ein bisschen, wobei die geht es nicht zusammen, die haben einfach einen sehr interessanten Ansatz, in Russland. Stichwort FK Rostov gegen Sochi. Grosses Spiel. Grosses Spiel. Rostov hat das Spiel, und Rostov ist doch Vierte von der russischen Liga. Mit noch Meisterambitionen. Und sicher Ambitionen auf einen Champions League Qualiplatz, also 3 Punkte hinter einem Champions League Qualiplatz. Und die verlieren gegen Sochi, wo weiter hinter ihnen liegt, 1-10. Kann mal passieren. Hat müssen mit Junioren antreten. Ja, es ist, ich glaube, es ist... Oh, spannend. Ich weiss, hast du die Geschichte mitbekommen? Ja, sehr, aber nur sehr, so, überflogen. Es ist eine schöne ja. Willst du sie schnell umreissen? Ich probiere es schnell zu erzählen. Auf jeden Fall ist bei Rostov hat es einen Corona-Fall gegeben, beziehungsweise der hat umgegriffen, gerade in der Mannschaft. 6 Corona-Fälle. 6 Corona-Fälle. Das heisst, die Mannschaft ist unter Quarantäne gestellt worden. Sie haben aber ein Spiel am Wochenende gegen Sochi. Sie sind aber noch im Meisterrennen gewesen. Jetzt ist Sochi blöderweise ein Halbpartnerverein von Zenit, der Ersten ist momentan. Mhm. Und
Rostov hat angefragt, ob er nicht das Spiel verschieben kann, weil sie haben gar keinen Spieler und es darf gar nicht mehr kommen. Und Sochi hat dann wahrscheinlich kurz zu Zenit telefoniert und Zenit hat gefunden, ich sag doch nein! Dann hat Sochi gesagt, nein, wir würden gerne spielen. Dann ist das Spiel angesagt worden und sie haben halt müssen mit 15, 16-jährigen Junioren antreten. Es hat niemand verloren, der Trainer hat nicht verloren, es war überhaupt niemand da. Sie hatten 10-1 verloren. Wer könnte jetzt nicht mehr Meister werden? Die Champions League sieht jetzt auch schlecht aus. Ja, weil das nächste Spiel wird es wieder gleich sein. Genau. Also die sind dann 2 Wochen in Quarantäne und die haben jetzt wahrscheinlich auch recht einen guten Rhythmus. Bis also, die alle wieder dürfen spielen, spielen jetzt einfach die Junioren. 15, zwischen 16 und 19 sind die. Ja, ja, das ist also schon. Es kann durchaus sein, dass das an anderen Orten noch passiert. Jetzt sagen wir, im FC Zürich gibt es Corona-Fall. Dann bist du auch mal unter Quarantäne, dann hast du keine Ausweichdaten, weil ja eh schon ein super dichtes Programm ist. Was machst du denn? Also ich finde, du kannst doch nicht einfach die Jungen nachher auf den Platz schicken. Hey, nein, die werden abgeschlachtet, oder? Ja, und fühlen sich eh schon. Man muss jetzt in dem Fall muss man sagen, die sind 1-0 in Führung gegangen. Noch. Ja. Die Junioren sind 1-0 in Führung. Ja, der Goalie von diesen Junioren war Man of the Match. Weil er hat 10 Kisten bekommen, aber er hat 35 Paraden gezeigt. Er hat einen riesen Match gezeigt. In ganz Russland sind die Jungs jetzt Helden. Also die werden gefeiert. Also ist schon auch noch geil. Okay, das ist positiv. Ja, das ist cool. Das ist natürlich also cool. Ist für den Verein natürlich blöd, weil die verspielen jetzt gerade ihre Champions League Qualifikationsambitionen, weil einfach ein anderer nicht so kooperativ ist. Aber grundsätzlich, für die Jungs, die gehen jetzt das nächste Spiel wieder. Und die kennen, und das ganze Land ist für die. Das ist richtig Gaudi jetzt. Alle sind für die. Ich finde es super. Das sind Helden. Eben, das ist das, was der Tengeli, der da war, mal gesagt hat. Er hat gesagt, jetzt ist gerade so eine Zeit, wo ganz viele Fußballquiz-Fragen von der Zukunft passieren. Ja. Das heißt, später fragt man sich dann mal in Russland in einem Pub-Quiz, welches ist der Goalie, der nur 2 Einsätze in der Liga hatte, aber 27 Goal bekommen hat. Ja. Das ist dann, muss man den noch wissen. Genau. Aber ja, zurück zu dieser Frage. Was passiert, wenn jetzt der FC Zürich oder der FC Basel, you name it, plötzlich einen Corona-Fall hat und nicht mehr spielen kann? Wir haben kein Konzept für den Fall, oder? Ich habe keins geschrieben, nein. Also ich auch nicht. Nein, aber keine Ahnung. Also, schwierige Frage eigentlich noch. Eben, schicken wir jetzt da unsere U21 oder was auch immer in Basel? Kein Plan. Also, ich würde sagen, da hörst du einfach, machst einen Cut, machst eine Pause. Keine Ahnung. Oder wenn wenigstens beide würden die Junioren schreiben, das wäre vielleicht noch fair. Ah. Ja, gut. Oder irgendwann wird es dann... Also, U21-Meisterschaft. Oder es gibt ja so, wenn du einen nicht kannst, ich weiß nicht, es gibt so ein Grümpelturnier in Zürich, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, auf die Josefswiese am 1. Mai. Dort hat es auch so, dort spielst du halt zuerst gegeneinander, normal. Und da habe ich mal ein Spiel gesehen, dort haben zwei gegeneinander gespielt und die einen haben jetzt nicht sehr sportlich ausgesehen, die haben jedes Mal, wenn sie den Böllen hatten, haben sie einfach weit weg ins Gebüsch gerohrt. Und das Spiel geht relativ kurz. Und dann ist das Spiel nach 8 Minuten oder so fertig, es war natürlich 0-0 gewesen, weil es kaum ein Böllen mal da gewesen. Und dann hat sie gesagt, ja, was gibt es jetzt, Penaltyschüsse? Nein. Jetzt geht es an die Töckeli-Kasten. Und die haben ihre so Händchen angezogen und dann alles gut am Töckeli-Kasten. So wird es vielleicht bei Corona auch sein. Man kann nicht mehr spielen, aber man muss irgendwie an der Playstation oder am Töckeli-Kasten irgendwie ausmachen. Ich fände es schön. Kannst du töckeln? Ja, schon. Oh. Und mit dem Blick? Ja, schon. Das habe ich immer mega gerne gemacht. Ich habe immer gerne die Jungs gefordert und runterlassen. Ja. Zum Beispiel? Wie meinst du zum Beispiel? Also was für Jungs? Nicht irgendwie in der Schule und so? Der Yassin Chikwaui. Nein. Der hat sicher nicht töckelt. Nein. Und wenn er töckelt hat, hat er sich verletzt dabei. Nein, komm jetzt, du bist fies. Also da schließt sich jetzt aber schnell die Yassin Chikwaui war genau so einer. Also, jetzt müssen wir schnell den Kreis nochmal schliessen, weil wir von Verletzungen hatten. Mhm. Wir haben jetzt nur immer die Spielerperspektive gehabt. Es gibt ja durchaus auch die Clubperspektive. Und Clubs, der FC Zürich hat sich in mehrfacher Hinsicht relativ nobel verhalten. Der Marco Schönbecher ist ein gutes Beispiel. Vertrag verlängert bekommen, obwohl er verletzt war. Und jetzt, wo der Name Yassin Chikwaui fällt, dort ja auch. Dort haben wir recht lange an ihm festgehalten. Dachte, der kommt dann schon wieder und hat ihm das Leben finanziert und den Vertrag verlängert und noch 3 neue Autos gekauft. Ist auch ein bisschen nicht unbedingt, im Nachhinein ist es ein bisschen ein riskanter Weg, kann man sagen. Ich weiß noch, dort ist ich auch gerade wieder zurückgekommen von einer Verletzung, von einer von seinen vielen Verletzungen. Ich meine, der hat vielleicht ein Drittel von allen Spielen wahrscheinlich gemacht. Aber die sind grandios. Fast alle da, es sind fast alle gut gewesen. Vor allem ist er gerade wieder zurückgekommen zur Verletzung. Der Urs Meier war, glaube ich, Trainer gewesen. Und dann hat er Anfang Saison und dann hat er gesagt, ja, er baue jetzt das Team rund um den Yassin Chikwaui auf. Ja. Das ist wie Jenga spielen und du hast zunderst ein unhuere dünnes Stäckchen und oben machst du einen riesen Turm. Ja. Man muss nicht ein Team rund um den Chikwaui aufbauen, wenn er schon so verletzungsanfällig ist. Das ist ein bisschen, die Hose, der hat sich dann wieder verletzt und ist dann nachher gegangen. Aber ist sicher, hast du ihn erlebt im FC Zürich? Natürlich.
Es war wahrscheinlich schön, zum Schauen. Ich fand es super gefunden. Ich war richtig Fan. Hat es gut gemacht? Ja, hat es noch gut gemacht. Ja, wobei, die wenigen Spiele. Ist jetzt auch nicht der Trainingsweltmeister gewesen? Ja, aber das ist halt eben wieder das. Es gibt Spieler, die sind im Training brutal, aber auf dem Spiel, am Wochenende, dann bringen sie ihre Leistung gleich nicht. Und dann gibt es Spieler, die ein bisschen easy, chillig und immer so ein bisschen verschlafen ins Training kommen. Aber die liefern dann dafür am Wochenende. Also dort ist ein Trainer mega gefordert. Du musst mit beidem umgehen können, aber gleich muss es so überkommen, dass du alle ungefähr gleich behandelst, weil sonst hast du dann ein Problem, wenn du irgendjemanden bevorzugst oder anders behandelst. Aber ich glaube, das macht eben den Fußball eben eigentlich ein bisschen aus, oder? Dass die Spieler so verschieden sind. Und ich finde, heutzutage haben wir eben leider nicht mehr so viele extrem kreative Fußballspieler oder auch die einfach auch mal laut sind oder irgendwie so spezielle Charaktere haben. Das fehlt mir irgendwie ein bisschen. Das ist aber auch schwierig. Gerade in einem Team, sagen wir, du bist jetzt der Konkurrent um den Posten, den normalerweise die Yassin Chaoui inne hat. Du würdest auch gerne spielen, oder? Mhm. Das heisst, du bist immer im Training, du gibst alles. Du machst tausendmal mehr als er. Chaoui kommt ein paar Mal nicht ins Training, kommt spät ins Training, macht dann irgendwie ein paar schlampige Matches. Aber Fans vergöttern dann. Der Trainer bringt ihn immer, wenn es irgendwie geht. Also es ist noch schwierig, zum dem anderen, zum dir dann beibringen. Du spielst einfach nicht, weil das ist auch. Ja, es ist schwierig. Ich glaube, aus Trainersicht ist es schwierig, aber auch als Spieler. Aber ich wäre wahrscheinlich jemand, der den Trainer zur Rede stellen würde. Es muss auch berechtigt sein, oder? Also wenn du selber aber deine Leistung bringst, dann kannst du das vielleicht mal erlauben. Aber es ist trotzdem noch. Ja, ist schon noch. Das sind wir wieder beim psychologischen Aspekt von auch einer Mannschaft führen. Ich wohne in der Nähe von der Almend, Braunau in Zürich, dort wo der FCZ so ihre Trainingsplätze haben, oder den einen Trainingsplatz haben, sie haben nur einen. Und dort machen sie ihre Läufe, den Seil entlang. Und ich bin auch schon, als ich selber bin joggen, der versammelten Mannschaft vom FC Zürich begegnet, wo ich joggen. Also die Läufe halt, die ungeliebten Läufe, die haben wir alle nie gerne gehabt, habe ich einmal gehasst. Zu Zeiten von Yassin Chaoui, und es war so, zuvorderst so, ich weiß nicht, ich glaube Urs Meier. Der Urs Meier. Logisch, ja. Und noch ein paar Betreuer, so. Und so, ich weiß nicht mehr wer, so zwei, drei Streberspieler, vorneweg, wirklich ein bisschen relativ verbissen, mit einem guten Tempo. Und dann ist eine grosse, ich bin denen entgegengerannt, und dann sind die an mir vorbei, und nein, die gehen jetzt gut, musst du echt den Rest. Und dann ist 29, 22. Und dann ist der Rest gekommen, einfach die ganze Mannschaft, in relativ lockerem Gang, aber schon auch, also ein gutes Tempo, aber viel lockerer als der Urs Meier und seine paar Streberspieler. Und dann sind die vorbei gewesen, und dann bin ich wieder weitergejoggt. Und dann etwa 3 Minuten später noch der Davide Chiumiento und der Yassin Chaoui. Mit dem Velo. Und zwar aber wirklich. Also es ist wie mit Dünnstoff, als würden wir joggen. Aber eigentlich war es einfach Laufen gewesen, und wir hüpfen ein bisschen beim Lauf. Ah, das ist das Gehen, oder? Wenn man in Führung liegend in den 89. Minuten ausgewechselt wird. Genau. Das heisst, genau so. Man sieht eigentlich aus wie Rennen, aber es ist langsamer als Laufen. Genau. So, möglichst wenn Zeit für ganz Zeit genau so sind der Davide Chiumiento und der Yassin Chaoui joggt. Also wir hatten auch so ein Beispiel beim FCZ gehabt, und zwar haben wir, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, haben wir mal Sonja Fuss und Inka Grings bei uns gehabt. Die sind ja aus der deutschen Nazi und Europameister geworden, Weltmeister etc. Die haben ja bei uns gespielt. Und wir müssen ja immer zweimal im Jahr so Leistungsmessungen machen, und dort ist, kennt ihr den Jojo-Test? Ja. Du musst piepsen und dann rennst, und beim anderen piepst du und musst einen nachkommen und dann wieder zurück. Und das so lange, bis du nicht mehr magst. Mhm. Und das ist so ein Konditest. Und sie war auch immer so die, sie ist dann irgendwann gekommen, auf den Platz trudelt, und wir sind alle schon bereit gewesen, den Leistungstest müssen machen. Und ich musste, weißt du, bei 17, 18 darfst du nicht raus. Du musst, oder? Und die ist einfach auf den Platz. Die hat da, sie war dann noch so anständig gewesen, dass sie den Test angefangen hat, aber dann ist sie zweimal auf und ab gelaufen und hat nachher aufgehört und gefunden, diese Scheiße mache ich nicht mehr. Weißt du, so. Aber sie hat immer gespielt, und sie hat auch etwa 40 Kisten im Jahr geschossen. Was hat das mit dir als junge Spielerin gemacht? Die blöde Kuh. Ich kotze mir Zähl zum Leib aus. Sie ist Europameisterin geworden. Hast du das können abstrahieren dort schon? Ja, und die ist wie alt? Die ist viel älter gewesen wie ich. Natürlich. Aber also Europameister musst du zuerst mal noch werden. Und dann habe ich so das Gefühl, ja, ich glaube, ich muss zuerst mal noch unten durch, bevor ich dann
auch die Position habe, dass ich kann sagen, ja, das mache ich jetzt nicht mehr. Kann man sagen, du bist ein bisschen unten durch. Du bist, ich musste unten durch. Ziemlich fest unten durch. Jetzt der dritte Kreuzbandriss. Wir sind am Ende von unserem Podcast. Sag schnell deine Perspektive. Nach dem ersten bist du wieder zurückgekommen. Mhm. Nach dem zweiten bist du wieder zurückgekommen. Nach dem dritten, will man da überhaupt noch zurückkommen? Dann sagt man, weißt du was? Ich lasse mit dem Shoot. Also ich habe einfach gemerkt, dass was hat Fußball für eine Bedeutung für mich, und ich shoote wahnsinnig gerne. Das ist völlig gleich, ob das irgendwo am Wochenende irgendwo auf einem Betonplatz ist oder irgendwie mit meinem Team. Und was ich einfach mit Sicherheit kann sagen, ist, ich werde wahrscheinlich nie auf so ein Niveau kommen, wo ich mal war, bin, aufgrund von dem, dass ich genau weiss, ich muss nebenan noch arbeiten, ich muss sonst noch eben Tanz auf 7 Hochzeiten, und dann muss ich noch Leistung bringen und dann noch Nazi spielen, ist wirklich irgendwann schwierig. Ich glaube, die Möglichkeit ist eher da, wenn man Profi sein kann und sich voll auf das konzentrieren kann, weil du verlangst vom Körper mega viel, wenn du wieder zurückkommst und wieder auf ein gutes Niveau kommst. Und darum ist es ein bisschen schwierig für mich, zum auch zu sagen, hey, ich will nochmal dort hin, weil ich genau weiss, dass ein Grund für meine Verletzungen ist, dass ich eine Doppelbelastung hatte und viel haben müssen arbeiten neben dem Sport und mich wahrscheinlich auch aufgrund von dem angefangen habe, verletzen. Nazi abgeschrieben. Ja, man sagt, also nie darf ich nicht sagen, weißt, es kribbelt dann gleich, oder? Aber ich glaube, wenn ich realistisch bin, wird es sehr schwierig. Dann sind wir alle im gleichen Boot. Wenn Meme und ich realistisch sind, dann müssen wir auch sagen, wahrscheinlich für Nati langt es nicht mehr. Du bist aber ein bisschen fatalistisch. Ich glaube schon noch ein bisschen dran. Höchstens für die Schriftsteller-Nazi. Schriftsteller-Nazi. Einen eleganten Übergang zum Schluss. Und die Ankündigung von unserem nächsten Gast, nächste Woche da, der Patrick Can. Wo ich grosser Fan bin. Grosser Fan. Als Schriftsteller bist du grosser Fan von mir. Er ist Schriftsteller und er ist Präsident von der Schweizer Fußball-Schriftsteller-Nationalmannschaft. Auch dort könnten wir es noch schaffen. Ich habe schon eine Anfrage gehabt. Müsstest du nicht zuerst Schriftsteller sein? Ja, ich schreibe Sachen von nicht so literarischem Wert, aber die sind einfach froh, jeder, der kommt und sich Knöchel anhebt. Nachher, wenn wir es dann mal geschafft haben zum Nazi-Spiel, dann müssen wir auch auf Abu Dhabi gehen. Du bist ja gerade da. Mhm. Alle Fußballer, die man fragt, weißt du, was sind, wo bist du in der Ferien gewesen? Also Profifußballer, Männer. Wir sagen es schnell fürs Fernsehen. Wir sagen schnell Adieu. Wir sind am Ende. Wir sind am Ende fürs Fernsehen. Wir sagen schnell Adieu miteinander. Adieu. Und wenn ihr jetzt noch wisst, was der Meme Sinkro jetzt noch wichtiges zu fragen hat, dann müsst ihr den Podcast hören. Ich bin da immer abgewürgt. Immer. Nein. Aber auf jeden Fall, dann alle, die du fragst, die Fußballer, wo bist du in der Ferien gewesen, was ist dein Lieblingsreiseziel? Immer. Immer Abu Dhabi. Immer. Ich dachte, wenn man mal dort hingeht, dann müsstest du 2000 Fußballer gesehen haben. Jetzt nicht. Doch, es gibt ein paar dort, aber eben Corona, ich habe nicht so viele Möglichkeiten gehabt. Was ich aber weiss, ist, dass sie dort, natürlich vor allem bei uns im Winter, ist natürlich mega cool, weil es gibt dort ein Fitnesscenter, wo du kannst Reha machen, wo du aber auch kannst trainieren in der Vorbereitung und so. Und die sind dort top aufgestellt, das ist unglaublich. Die haben dort Sachen, wo du kannst Testungen machen kannst. Also in Katar ja auch, in dem Aspire Center. Genau. Und das ist Wahnsinn. Aber es ist schon ein beliebtes Reiseziel. Und ich glaube, dort kannst du schon ein bisschen Gas geben. Ist das dort, wo der Frank Ribery vergoldete Steaks ist? Ja, genau. Hast du auch eins gegessen? Ja, ich? Das kann ich mir nicht leisten mit meinem Fußballerlohn. Wie viel kostet so eins? Keine Ahnung. Über 1200 Euro. Das ist etwas Gleiches. Ich bin gerade in Benzema mal irgendwie neu gelesen. Instagram. 2000 Euro, das könnte aber gut sein. Aber das ist jetzt von ihm zum Lohn ausgerechnet etwa gleich wie, ich meine, ich bin heute im Mikro-Restaurant zum Mittagessen und ich habe eigentlich nur einen Salat genommen und einen Fegi-Hamburger, der sehr grusig war, und Pommes frites, dann musst du es auf die Waage stellen und alles zusammen hat 28,50 gekostet. 28,50! Ja, nein, das tut mir mega, schon wieder macht mich mega traurig. Und ich bin wirklich froh, hat unser Fernsehpublikum das nicht mehr mitlosen und mitlesen. Wir sind oder? Schon lange draus. Ah, ja, eben. Im Fernsehen. Schön, bist du da gewesen. Hey, danke vielmals, es war cool. Es ist jetzt heiß da. Präsentiert von Tom Giesler und dem Meme Sikora. Produktion Tom Giesler, online Laszlo Schneider, Distribution Natascha Reitz, Layout Sascha Rossier, Projektverantwortung Jan Petzold und Susan Witzig.